Und da Also sind kann wir man jetzt schon wieder. alles dazu, ne? Irgendwie, nein, du darfst jetzt nichts mehr sagen. Nee, genau, Aufnahme läuft, Spiel Oh, läuft. toll, okay. So, und wir fragen uns wieder. Und wir fragen uns wieder, Ja. Okay, was? wir sind wohl wieder, wir haben wieder Medikamente bekommen, glaube ich. Ui. Das hat mich jetzt überrascht, dass das so Aber anfängt. gute. Ja, Ah, Sonnenblumen. ich dachte, ich könnte mich erstmal wieder so einfinden. Nee, das Castellanos, Detective Castellanos. Waren das fremde Erinnerungen? Fremde Erinnerungen. Fackelt er dich gerade an? Nee. Ich hoffe nicht. Obwohl, ja doch. Doch, eigentlich schon im Traum schon. Genau, also die fremden Erinnerungen. Also er hat Erinnerungen von jemand Fremden und die. Sag mal, kann ich meine Maus nicht bewegen? Du bist noch im Spiel. Nee, ich dachte, ach so, du bist nicht mehr im Video. Ich kann die Kameraperspektive quasi nicht ändern im Moment. Ich hoffe, das ist Am Spiel Absicht. hängt. Das Sie hattest du haben aber letztes ruhig Mal auch. geschlafen. Da hast du gesagt, Haben ob Sie mal denn gucken, ob ich es Träume? ändern kann. Da ging es auch nicht. Ja, ich glaube, das hat jetzt mit der Szene zu tun. Na, gehen wir jetzt einfach mal von Ja, aus. ist so. Es ist ja alles ein bisschen, es ist ja grau, da ist ja keine Farbe dabei. Ja. Das ist Lass ja. mich los! Lass mich los! Lass mich los! Lass mich los! Stöhnen. Das fängt hier mit Geld an heute. Beruhigen Sie die anderen nicht. Das ist Bitte aber nicht be Leslies Stimme, ne? jetzt, das sagt die. Ich bin mir nicht sicher, also hört sich für mich anders an. Das sagt die Schwester jetzt gerade zu mir. Bitte beruhigen Sie die anderen nicht. Beunruhigen Sie die anderen nicht. Ich? Ja, Ich bin doch der hier beunruhigt wird. Ich glaube, Sie das sind sehen die gar anderen. nicht gut aus. Sie sehen gar nicht gut aus, sagt sie. Ja. Gleichfalls. Ich fühle mich auch nicht so. Oh, was ist das? Erinnerungen können ungewiss sein. Erinnerungen können leicht von anderen Ich soll verdrängt sagen, werden. aber du. Deshalb sollten wir sie stets Selber. pflegen. Genau, selber. Du hast das Gesicht herausgeschnitten. Okay. Okay. Sehr. Wieso guckt sie mit auf das Bild? Passiert da noch was? Und die sieht aus wie Myra. Oh. Okay. Oh. Ey, muss mich so erschrecken? Sitzt die Schwester wieder da, als wäre nichts gewesen. Du kannst die Kameraperspektive wieder ändern, Ja, oder? ja, ja. Ja. Sie sehen aus, als hätten Sie einen Geist gesehen. Die Frau beliebt zu scherzen, irgendwie. Oh, schön, sind Hauptsache, dass sich die Fingernägel fallen dabei. Sieht so aus, als hätten Sie einen Geist gesehen. Klugscheißerin. ich sehe vielleicht jetzt aus, als wenn ich mehrere Geister gesehen hätte. Wo und warum? Brab, brab. Oh. Oh, die Sonnenblume. Nicht da lang? Oh, nee. Nee, nicht da lang.
Sag mal. Der Traum war bestimmt so eine Vorahnung. Ich glaube auch. Wieso bin ich denn jetzt... Aber hier war ich doch. Das ist doch der Friedhof, oder? Da raschelt es im Gebüsch. Warte, das Haus habe ich schon mal gesehen. Bestimmt nur ein Rabe. Waren ja vorhin ganz viele da in deinem Traum. Genau. Siehst du? Ich war hier zwar noch nie, aber... Kann ich auch hier mal eine Minute sitzen oder so? Ja, dann gehen wir mal höflich rein. Hey! Halt, verdammt! Oh! Okay, so eine Tür hätte ich jetzt hier nicht erwartet. Kapitel 9. Grausame Absichten. Oh, nett. Was ist das hier? Da ist ein Spiegelraum wohl. Hier haben wir eine Vase, die ich vielleicht kaputt machen kann. Mal gucken. Ich bin ja so genervt gesagt. Nein. Okay, die Geräusche hören sich wieder nicht vertrauenserweckend an. Wäre aber auch mal ganz was Neues. Hast du wieder alles kaputt hier? Ja. Mach kaputt, was dich gut macht, ja. Was liegt denn da? Kannst du das nehmen? Nee. Unter der Treppe? Ja, doch, alles. Das war alles, der Deckel. Alles genau. Achso. Also. Das andere war der Deckel von der Vase. Ausschnitt aus der Crimson Post. Kind und Babysitterin sterben tragisch bei Hausbrand in Crimson City 11. Februar 2012, so soll es wohl heißen. Trotz des schnellen Eintreffens und der Bemühungen der Feuerwehr forderte gestern Nachmittag ein sich schnell ausbreitendes Feuer in einem Wohnhaus das Leben eines jungen Mädchens und seiner Babysitterin in Rich Crimson City. Der fünfjährigen Lily Castellanos und ihrer Babysitterin Juanita Flores, 56, gelang es nicht, dem Rauch und den Flammen zu entkommen, die sich in dem Einfamilienhaus rasend schnell ausbreiteten. Lillys Eltern, beide Detectives beim KCPD, waren zu spät am Ort des Geschehens, um ihre Tochter aus den Flammen zu retten. Nach mehreren Stunden gelang es der Feuerwehr, den Brand unter Kontrolle zu bekommen, aber das Haus war vollkommen zerstört. Die Ursache des Brandes wird noch untersucht, aber erste Hinweise deuten auf einen elektrischen Defekt hin. Fortsetzung auf Seite 8. Brand. Okay. Spielt das also jetzt schon eine Rolle hier in dem Spiel? Wollte ich auch gerade sagen, ziemlich. Ja. Ja. So, jetzt könnte ich natürlich noch mal in den Spiegel, aber das im Grunde kommen wir da ja her, oder? Aber wir können ja noch mal einmal abspeichern, bevor wir da gleich uns der Tod auf so gut ereilt. Ich hab's gewusst. Und du hast ja auch ein bisschen Glibberzeugs, ne? Genau, stimmt. Sollte ich mein grünes Gel benutzen? Sollte ich? Mal gucken. Wie viel habe ich denn? Oh, 18.400, ja, sie hat recht. Ne? Die Schwester hat mal recht. das habe ich zuerst gesagt, noch vor der blöden Schwester. Das
Video wird nachher anderes beweisen, aber. Was? Ja, ist nun mal so, ne? Wie ätzend ist das denn? Muss umschneiden. Spritzenwirkung. Sollen wir die Spritzenwirkung mal erhöhen? Ihr wolltet immer mal, oder speziell du, Sumi, wolltest die Sprintdauer mal erhöhen, ne? Mhm. Ja. Alle, hab ich gerade noch gedacht, wie sie sagt, ja, da hat sie mal recht, die Schwester. Und ich denke so, seit wann sagt das zu mir Schwester? Genau das habe ich auch gedacht. Ich genau das. Total verwirrt. Ich denke so, hä? Ich hätte die Sprintdauer auch gerne erhöht, so ist es nicht. Ja gut, da sind wir uns ja einig. Oh ja, machen wir das zweimal und dann machen wir einmal Spritzenwirkung und schon ist alles ja, genau. Mehr oder weniger. Schwester Sumi. Oh mein Gott, ey. Ich habe auch was mit dem, ey. Ja, ja, okay, jetzt. Naja, ich meine, das ist mit jedem Wahnsinn, na, ist es ja klar. So, Schwester. Man nimmt es eine Weile hin, ne? Ja, ich war erst mal echt am überlegen, ich soll sowas sagen oder nicht? Ja. Schwester, ich hatte gerade Stuhlgang. Rat oder was? Ja, das muss ich noch rausstellen. Ich habe eine Probe und ein Bohr abgegeben. Obwohl, das Gel ist ja eher fluffig. Oh, oh, grün. Also. Oh, 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 nee, geh weg. Scheiße. Der Typ, der ist hinter mir. Ich glaube. Ui. Ich hätte ihn etwas ernster nehmen sollen. Aber gut, dass wir gerade abgespeichert haben. Der kommt mir auch so bekannt vor, irgendwie. Ja, ja, mir auch irgendwie. Ich finde ihn immer noch cool. Ja, total. Ja, im Grunde schon. Wenn er mich nicht so einfach umbringen würde, mal so vorbeigehen. Obwohl es natürlich auch auf eine Art cool ist, klar. Unser Verhältnis zu dem ist ein bisschen entspannter als es. Ja. Das heißt, ich habe jetzt überhaupt keine Zeit, mich hier mal richtig umzuschauen, weil. Eigentlich musst du nur direkt rennen, wahrscheinlich. Moment. Ah, doch, ich habe doch Zeit. Ich habe wohl eben schon einen Schritt zu weit rausgemacht oder so. Ich bin jetzt einfach mal in den Nebenraum gegangen und da passiert jetzt erstmal nichts. Okay. Ach, scheiß Flaschen hier wieder. Was macht denn hier so? Vielleicht kannst du ihm die ja über die Rübe ziehen. Ja, irgendwie glaube ich nicht dran, weil er tötet mich ja eigentlich quasi ohne mich zu berühren. Ja, Radale. Komm, mach die eine Scheibe auch noch kaputt hier. Aber nichts drin im Schrank. Aber ein Pech. Was war das? Steuerung verstecken. Oh, hier kann ich mich verstecken. Das wird ja Gründe haben, warum ich das kann. Ne? Notiz aus Esszimmer im Anwesen. Endlich habe ich einen Weg gefunden, die Pforte in eine neue Welt. Es ist alles hier direkt vor meiner Nase. Ich bin entsetzt und wütend, dass ich es nicht früher erkannt habe. Dieser Vorgang, um die Psyche eines Menschen zu brechen, auszulöschen und mir selbst freie Hand zu geben, ist so offensichtlich. Und jetzt, wo ich das erkenne und alles, was ich brauche, direkt vor mir liegt, habe ich das Gefühl, es gäbe nichts mehr, das ich tun könnte. Ich habe alles, was ich wollte, alles, was ich verloren hatte. Aber ich brauche Ressourcen.
Crimines, dieser Schwachkopf wird endlich seinen Unterhalt verdienen. Er wird endlich seinen Unterhalt verdienen. Hä? Hm. Hm. So, hier ist jetzt noch eine Tür. Okay, jetzt wird er wohl kommen. Oh ja. Jetzt an anderer Stelle. Und... Oh. Ohne Bomb. Oh Gott. Scheiße. Oh. Junge. Geh, geh, geh. Bleibt der noch hier hängen? Oh nein. Schon wieder passiert? Ich rede nicht gern drüber. Oh. Oh. Ich hab Türrahmen hängen bleibt, Mann. Vorher natürlich noch in die Bombe reingelaufen, wie sich das gehört. Jetzt müsst ihr immer lachen, wenn ich diese blöde Schwester da sehe, das ist doof. Damit es getan ist. Okay. So. Ist jetzt natürlich auch die Frage, muss ich... Naja, ist eigentlich egal. Ja, verstecken, das habe ich nicht mehr im Kopf gehabt. Vielleicht kann ich da ja noch... Wenn er nicht so schnell ist. Oh. Obwohl er ziemlich schnell aussah. Aber vor allem geht die Tür hinter mir zu. Das ist sehr merkwürdig. Jetzt taucht er hier auch nicht auf. Das ist komplett random irgendwie. Oder er bewegt sich tatsächlich irgendwie durch den Raum. Ach, scheiß Flasche. Oh, scheiß Bombe. Ich bin so dämlich. Okay, jetzt ist er da. Aber wo? Und wo kommt er? Ich sehe den nicht. Da kommt er. Komm mal nicht raus. Hier geht's auch nicht. Verstecken. Kannst du dich da unter dem Tisch verstecken? Was ist denn jetzt? Proband Nummer 58, Test 92A. Er liegt vor Platzierung an M33 der Schmerzregion. Wirkungslos. Erwarte bessere Ergebnisse mit Stimulation Sektion F7. Das schon gerne, ja. Kann ich hier an am Gehirn rumzuoperieren? Sektion F7, Neokortex. Übernahme des Probanden nur mäßig erfolgreich. Wo ist denn F7? Tja, ich weiß nicht, wo ich nachgucken soll. Ist das auch ein Film oder nicht? Nee, okay. Ich steuer das. Ach du Scheiße. Oh. Ja, da hätte ich jetzt irgendwie auch ein Ziel. Na prima. Was habe ich denn jetzt angeleiert? Ist das? Halten und Sonder. Oh! Ein eigenes Geschichtslabor. Mal gucken, ob es richtig war. Warum sind Sie zurück? Ich habe Ihnen keine Erlaubnis gegeben. Komm, wir sind doch beide Wissenschaftler. Wissenschaftler streben doch stets nach Wissen und Erkenntnis. Zeig mir deine Experimente. Ich kann dir auch viel beibringen. Sie würden sie nicht mögen. Sie fänden sie ekelhaft.
In der Wissenschaft muss man jede Menge Dinge tun, die Laien abstoßend finden. Mhm. Ey, du, den kenne ich aber. Ich habe auch schon vieles getan, was für andere geschmacklos ist. Sie denken, ich bin sowas wie ein Monster. Du machst dir viel zu viele Gedanken um dein Äußeres. Dabei ist doch dein Verstand das, was wirklich zählt. Das ist Marcello. Ist der andere Ruvik? Aber lustig, wie der da am Gehirn da rum operiert und oh, was habe ich denn jetzt angeleiert? Ganz überraschend. Macht Hoffnung. Ganz überrascht, dass er im Medizinstudium doch nicht anwesend war. Vor allem, wo ist jetzt der Typ, ne? Ja, das waren ja wieder nur diese Hologramme. Achso, der Typ, der Ruvik. Ja. Ruvik. Ja, der ist ja in dem Moment, als ich ans Gehirn kam, wurde wieder verschwunden. Ja. Oh. Ich meine, ich bin ja froh, dass er weg ist. Naja. Wieder cool ist. Ach, schon wieder so eine Flasche. Leute, was soll ich damit? Jetzt weiß ich. Ich könnte damit Bomben kaputt machen. Allerdings müsste ich ein Stück weiter wegstehen. Memo an mich selbst. Ey, stellt sich vor die Bombe rum. Geil. Vor allem wir immer noch am Ende dann machen. Ja, ne? Nicht schlecht gewählter Moment, weil damit habe ich jetzt nicht gerechnet, dass da einer kommt. Nee. Was, das sah aus, wenn du mich aus dem Hintern gezogen hättest, ey. Ja, haben wir ja eben festgestellt, oder? Ja, Stuhlgang. Ja. Stuhlprobe. Zombie-Stuhlprobe. Hm. Oh, okay, es scheint auf einer Seite fließt irgendwie Blut. Und es scheinen wieder drei Schläuche sind da, das heißt also alle drei müssen wir wieder drei Aufgaben sozusagen. Das eine war wohl das Hören, oder wie? Stimmt. Ja. Na dann, viel Spaß, Herr Doktor. Hast du jetzt eine Schwester, alles gut. Boah, die nicht kaputt machen. Oh, ich sag's noch, ne? Die sah echt schön aus. Manchmal ist da aber was drin. Ja, aber das war echt schön. Ja. Du kannst es nicht mehr ins Museum lassen nach dem Spiel. Ja. Warum haben sie diese Millionen Dollar teure Vase kaputt gemacht? Ja, manchmal ist da was drin. Voll. Mal eben wieder alles nachladen hier. Voll erschreckt hier. Was ist das eigentlich? Kriegt er dann unter das Bett?
tatsächlich. Na. Lustig. Ja, aber keine Zeit, um hier liegen zu bleiben. Fände ich jetzt auch nicht so angenehm. Mhm. Viel zu viele Spinnenweben da. Ja, wer weiß, was da unterm Bett rumkrabbelten. Ach, dann liegt hier auch noch eine Spritze. Ich glaube, ich kann auch eine mal wieder nehmen. Auf jeden Fall. So, jetzt. Auf der Seite ist jetzt aber noch nichts passiert. Ich hätte eigentlich vermutet, dass auf dieser Seite jetzt auch ein Teil der Lösung wäre. Ja, oder dass du irgendeine Aufgabe machen musst, irgendwas, ne? Ja, so. Aber vielleicht ist dann doch beides oben. Die Schläuche hin, der führt da, naja, schon auf die Seite der Schlauch, wenn der eine nach oben führt. Hm. Na, ich, warte, da gehe ich doch nochmal hin. Ach, den Gang bin ich ja gar nicht durchgegangen. Ein ganz offensichtlicher Gang, mal eben übersehen. Oh oh, oh oh! Ah, jetzt kommt er doch wieder, jetzt kommt er wieder. Und wieder eine Bombe! Ah, Astrein, ey! Oh, wie sollte ich denn da jetzt... Ich glaube, ich hätte da nicht rein... Ich hätte da nicht reingehen dürfen. Oh nein, nein, geh weg! Ach, Mann! Na prima. Oh nein, das muss alles nochmal neu machen. Angeleiert? Ja, ist wir das, sind wieder bei dem Gehirn. Ich habe das Gehirn schon bearbeitet, immerhin. Okay. Warum sind Sie zurück? Ich habe Ihnen keine Erlaubnis gegeben. Komm, wir sind doch beide Wissenschaftler. Wissenschaftler streben doch stets nach Wissen. Komm, ihr könnt von mir aus aufhören zu labern. Zeig mir deine Ich dachte zuerst, der Kleine, das wäre Leslie. Ist das Leslie? Sah so aus, ne? Ja. Aber ich glaube, er war es nicht. Oder? Aber auch von der Stimme her. Ja. Ja, dachte ich dann auch. Wenn er ja sagt, er den Älteren kennt er ja. Und wenn, ja, aber das kann ja sein. Und wenn er dann die Frage stellt und der andere ist das Ruvik und Ruvik ist ja der mit der Kapuze, der Typ. Ja, keine Ahnung. Aber ich finde von der Stimme her zum Aussehen. Aber vielleicht ist ja sehen. Vielleicht ist ja Ruvik und Leslie dieselbe Person. Oh, jetzt wird's aber. Ich weiß ja nicht. Nee, ich weiß es ja auch nicht. Die Kisten nicht kaputt machen. Ne, die gingen nicht kaputt. Ach so. Ach Mann, schon wieder so eine. Wieder an derselben Stelle erschrocken. Ja, boah, voll besudelt von oben bis unten. Ja, gut, dass das schnell wieder rausgeht, genau. So. Thank you.